Heute für euch 7 Zauberer, die nicht in Slytherin waren, aber trotzdem böse wurden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Hogwarts, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff und Gryffindor sprechen. Genauer gesagt werden wir über die dunkle Seite der Zaubererwelt sprechen und sehen, welche Hogwartshäuser außer Slytherin dunkle Hexen und Zauberer hervorgebracht haben. Slytherins haben einen schlechten Ruf, das stimmt wirklich, und sie werden häufig über einen Kamm geschert. Alle Slytherins sind böse. Dies wird von Hagrid im Stein der Weisen noch verstärkt, als er sagt, es gibt keine einzige Hexe oder Zauberer, der böse wurde, der nicht in Slytherin war. In einem der letzten Videos habe ich darüber gesprochen, welche Zauberer aus Slytherin kamen, aber nicht böse waren. Und heute drehen wir einmal den Spieß um. Wir sprechen heute darüber, welche Zauberer böse waren, aber aus anderen Hogwarts-Häusern kamen. Im heutigen Video werde ich Hagrids Aussage jedoch noch einmal in Frage stellen. In diesem Video geht es außerdem nicht nur um die rein bösen Zauberer, sondern ich werde mich hauptsächlich auf Zauberer konzentrieren, die einfach nicht gut waren und in ihrem Leben einige fragwürdige moralische Entscheidungen getroffen haben. Ohne weiter um den Brei herumzureden, stelle ich euch 5 böse Zauberer vor, die nicht aus Slytherin kamen. Als erstes auf unserer Liste haben wir Quirrell. Quirinus Quirrell war ein englischer Halbblutzauberer, der irgendwann in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er volljährig war, besuchte er die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wo er in das Haus Ravenclaw einsortiert wurde. Quirrell hatte sicherlich keinen schlechten Start. Tatsächlich war er gerade anfangs ein sanftmütiger Junge, der sich nur auf seine Schule konzentrierte. Allerdings wurde Quirrell, der auch sehr ungewöhnlich und empfindlich war, in der Schule oft gehänselt, was den ängstlichen Quirrell noch mehr verunsicherte. Seine Gefühle der Unzulänglichkeit führten dazu, dass er sich besonders für die dunklen Künste interessierte, ein höchst kompliziertes und gefährliches Gebiet der Magie, das Quirrell vielleicht die Aufmerksamkeit und den Respekt verschaffen konnte, nachdem er sich immer gesehnt hatte. Während seiner gesamten Studienzeit zeigte er eine besondere Affinität zu den dunklen Künsten und schloss Hogwarts mit durchweg beeindruckenden Noten ab. Zu diesem Zeitpunkt gelang es ihm, eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts zu bekommen. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein einjähriges Sabbatjahr. Er erzählte seinen Kollegen, dass das Sabbatjahr eine Gelegenheit für ihn war, Erfahrungen aus erster Hand auf dem Gebiet Muggeln zu sammeln. Wobei sein Ziel in Wirklichkeit darin bestand, Lord Voldemort zu finden. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war und wo dieser sich aufhielt. Schließlich fand er ihn, doch die Dinge verliefen nicht genau nach Plan. Voldemort erzählte von seiner ersten Begegnung mit Quirrell. Ein Zauberer, jung, töricht und leichtgläubig, lief mir im Wald über den Weg, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Oh, es schien genau die Chance zu sein, von der ich geträumt hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht nach meinem Willen zu beugen, er brachte mich zurück in dieses Land und nach einer Weile nahm ich seinen Körper in Besitz, um ihn genau zu überwachen, während er meine Befehle ausführte. Quirrells mangelndes Selbstvertrauen und seine neurotische Natur führten dazu, dass er leicht von Voldemort manipuliert werden konnte. Und obwohl Quirrell nicht unbedingt als Bösewicht enden musste, er tat es auf jeden Fall. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Barty Crouch Jr. Zunächst möchte ich sagen, dass das Haus von Barty Crouch Jr. nicht wirklich bestätigt ist. Viele haben ihn schnell nach Slytherin gesteckt, wegen seiner offensichtlich bösen Natur und seiner Verbindung zu den Todessern. Aber ich glaube, dass diese Leute, die so schnell urteilen, seine Vergangenheit nicht richtig betrachten. Barty Crouch Jr. war ein britischer Reinblutzauberer und der Sohn des Beamten des Zaubereiministeriums, Barthemius Crouch Sr. Crouch Jr. hat eine große Geschichte mit den Todessern und erschloss sich ihnen in seinen Teenagerjahren an. Im Laufe seines Lebens hat er sicherlich viele Gräueltaten begangen. Unter anderem half er bei der Folterung der Longbottoms, ermordete unzählige Hexen und Zauberer und spielte eine entscheidende Rolle bei Voldemorts Wiederauferstehung. Es gibt jedoch noch eine andere Dimension in Crouchs Charakter, die oft übersehen wird, seine Intelligenz. Eine Eigenschaft, die am ehesten mit dem Haus Ravenclaw in Verbindung gebracht wird. Crouch war wirklich sehr begabt und bevor er sich der dunklen Seite zuwandte, hatte er während seines Studiums in Hogwarts sogar 12 OTZ. Zum Vergleich, Hermine schaffte nur 10. Auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass Crouch Jr. kein Slytherin war, ich denke, es spricht einiges dafür, dass er ein Ravenclaw war. Was die dunklen Zauberer angeht, Barty Crouch Jr. war ziemlich böse.
Als nächstes auf unserer Liste haben wir Gilderoy Lockhart. Gilderoy Lockhart war ein britischer Halbblutzauberer, der im Jahr 1964 als Sohn einer Hexenmutter und eines Muggelvaters geboren wurde. Lasst mich zunächst kurz sagen, dass Lockhart ein wenig ein Sonderfall ist. Er war nicht per se böse, aber er war gierig und ehrgeizig und in dieser Kombination führte das dazu, dass er einige fragwürdige Taten in seinem Leben begann. Seine Eltern hatten noch zwei Kinder, zwei Mädchen, aber Lockhart erwies sich als das einzige, das magisch war, was ihn, ob sie es zugeben wollte oder nicht, zum Lieblingskind seiner Mutter machte. Lockhart war ein kluger, gut aussehender Junge und als er recht früh merkte, dass er magisch war, stieg ihm das zu Kopf und blähte sein Ego auf. 1975 begann Lockhart, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, wo er in das Haus Ravenclaw einsortiert wurde. Als er das erste Mal durch die Türen der Schule trat, war er nur enttäuscht, denn er musste feststellen, dass er an einer Schule für Hexen und Zauberer nur ein weiterer magischer Junge war. In der Muggelwelt war Gilderoy außergewöhnlich, aber hier fiel er so gut wie nicht auf, und das war alles, wonach er sich jemals gesehnt hatte. Es ist gesagt worden, dass Lockhart als kleiner Junge zwar überdurchschnittliche Fähigkeiten besaß, aber nichts besonders Bemerkenswertes, und sein Mangel an Aufmerksamkeit schürte nur das Feuer in ihm, erfolgreich zu sein. Doch der Erfolg, den Lockhart in seinem Leben fand und auch erreichte, war sicherlich nicht verdient. Er wurde berühmt, indem er die Errungenschaften anderer stahl, indem er ihre Erinnerungen löschte und diese Errungenschaften dann als seine eigenen ausgab. Dieses moralisch fragwürdige Verhalten ist zwar nicht unbedingt böse, aber auf jeden Fall schrecklich. Und ich glaube nicht, dass er jemals an die Konsequenzen seines Handelns richtig gedacht hat. Ähnlich wie Quirrell fühlte sich Lockhart unzulänglich und vor allem aus diesem Grund wurde er auf einen dunklen Pfad geführt. Als nächstes auf unserer Liste haben wir den jungen Dumbledore. Ja genau, ich meine Dumbledore. Allerdings nicht der alte, weise Dumbledore, den wir gewohnt sind, sondern der junge, törichte Dumbledore. Der Dumbledore, der stark von Gellert Grindelwald beeinflusst wurde. Der Dumbledore, der zusammen mit Grindelwald unter dem Slogan für das größere Wohl agierte. In den Heiligtümern des Todes erfahren wir, dass Dumbledore und Gellert Grindelwald in ihren früheren Jahren die Herrschaft der Zauberer über die Muggel planten. Damals haben sie sich ihren Slogan ausgedacht und damals war es auch ihr Plan, tatsächlich Herrscher über die Muggel zu werden. Bevor er jedoch nach diesem Slogan handeln konnte, gab Dumbledore die Idee auf und konfrontierte schließlich seinen alten Freund Gellert Grindelwald damit. Der Auslöser für Dumbledores Sinneswandel war wahrscheinlich der Tod seiner Schwester nach einem Duell zwischen Aberforth, Albus und Grindelwald. Auch wenn Dumbledore schließlich gut wurde, wer kann schon sagen, dass Dumbledore, wenn seine Schwester nicht getötet worden wäre, nicht bis zum heutigen Tag über die Muggel herrschen würde. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, auch bekannt als Wummschwanz, war ein britischer, reinblütiger Zauberer, der 1960 geboren wurde. Er hatte blasse Haut, ungesunde Haare, die ständig ausfielen und blaue Augen. Er war eine wehleidige Ausrede für einen Mann, dessen Loyalität nur dort lag, wo es Macht gab. Und er schätzte weder Freundschaft noch Liebe so, wie es die meisten anderen tun. Pettigrew kam 1971 nach Hogwarts, in demselben Jahr, in dem auch Sirius Black, Remus Lupin und James Potter die Schule besuchten. Sie bildeten schließlich eine Gruppe namens Rumtreiber. Eines hatten sie gemeinsam, sie waren alle Gryffindors. Aber das war auch schon alles, was Pettigrew mit den drei Jungen verband, denn im Laufe der Zeit erwies er sich als ganz anders. Das Problem mit Pettigrew war, dass er keine eigene Identität hatte. Er spiegelte nur die anderen um ihn herum wider. Sein Charakter war außerordentlich schwach und das führte letztendlich dazu, dass er überzeugt wurde, sich Voldemort anzuschließen. Da er nicht überzeugt war, dass die Guten siegen würden, wandte Pettigrew sich von allen ab, die ihm nahestanden und verriet Voldemort in einem gewaltigen Akt der Feigheit den Aufenthaltsort des Potterhauses. Pettigrew ist vielleicht das beste und extremste Beispiel für jemanden, der aus einem anderen Haus böse wird. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.